Die 70 in Thrakien gefundenen Grabstätten sind so verschieden wie die Verstorbenen, deren Persönlichkeit man gerecht werden wollte. Aber welche Informationen liefern uns die Grabriten? Während der ersten Phase des Bestattungsrituals wurde ein Pferd geopfert, wie wir hier auf diesem Gang entdeckt haben. Das geschah unmittelbar, bevor der Eingang zugemauert wurde. Diese Türen wurden zerschlagen. Das war kein Unfall, sondern Absicht. Dieses Teilstück der Tür hier wurde in die Totenkammer gebracht. Darauf legten sie die Goldkrone. Die übrigen Teile wurden benutzt, um die Eingänge zuzumauern. Über dem Relief des Totengottes befand sich die Königskrone, als ob sie den Kopf dieses Gottes krönen sollte. Diese Anordnung symbolisierte eine Verbindung zwischen dem König, dem Totengott und den Sonnenstrahlen der Krone. Die Krone des Seutes hat die Form von Eichenlaub, ein sehr altes Symbol der Unsterblichkeit. Aber warum hat man diese Krone zerlegt und ihre Einzelteile in der Grabstätte verstreut? In anderen Gräbern hat Kitow ähnliche Praktiken gefunden, rituell auseinandergenommene und an verschiedenen Orten vergrabene Objekte. Die Beinschienen gehören zu den Objekten, die den Verstorbenen repräsentieren. Die von Seutes sind aus Bronze. Sie sind als Ensemble angeordnet, während die Archäologen für gewöhnlich eine einzelne Beinschiene aus vergoldetem Silber finden. Die Bestattungsobjekte sind Teil einer kodierten Sprache, wie diese Beinschiene beweist, die als Einzelstück in einem anderen Grab gefunden wurde. Hier sehe ich etwas auf der Beinschiene, was ich vorher nicht bemerkt hatte. Sieh dir das Herstellungsverfahren an. Schau nur, eine Wirbelsäule. Der Scanner hat sie sichtbar gemacht. Mit bloßem Auge sieht man sie nicht. Siehst du? Hier auf dieser Mittellinie erkennst du Wirbel. Diese im Innern der Beinschiene verborgene Wirbelsäule erfordert eigentlich moderne Techniken. Um sie zu formen, muss der Goldschmied die Natur der Metalle kennen, wissen, wie man ihre Struktur verändert und sich schließlich ein raffiniertes Verfahren ausdenken, um sie unsichtbar zu machen. Sieh dir die Mittellinie von außen an. Die Korrosion hat das Metall angegriffen. Du kannst in die Beinschiene hineinsehen. Aber diese Wirbel erkennst du trotzdem nicht. Sie bleiben unsichtbar. Die Ausführenden waren wahrscheinlich mehr als nur unvergleichlich gute Handwerker. Sie waren auch vertraut mit den Symbolen und setzten sie bei der Verzierung der Objekte um. Die visuelle Sprache dieser Beinschiene ist ebenso komplex wie ihr Herstellungsverfahren. Sie inszeniert den König in verschiedenen Funktionen, die Jagd, die Opfer und Trankopfer. Unter dem Schutz der Göttin auf seinem Thron sitzend, trägt er eine Spindel, die das in Bewegung begriffene Universum und die Unsterblichkeit symbolisiert, wie die bei Seutes gefundene Krone. Unsere Daten weisen auf zwei markante Merkmale hin. Die Aristokratie oder die Macht und den Tod. Was die Thraker von sich selbst hinterlassen wollten, ist also mit der Macht und dem Tod verbunden. Aber es ist kein endgültiger Tod. Denn wäre der Tod eine Tür, die sich schließt, würde man ihn nicht auf so einzigartige und wunderbare Weise feiern. Der Tod, könnte man meinen, ist eine Tür, die sich öffnet. Aber ich weiß nicht für wen. Für die Aristokratie? Oder für die ganze Welt? Ich weiß es nicht. Vielleicht für die Guten. Die Alten waren beeindruckt von dem besonderen Verhältnis der Thraker zum Tod. Sie sprechen von Nischen und Türen, in die Felsen gehauen, damit die Seelen der Toten im Jenseits ein- und ausgehen konnten.
Manche Verstorbene wurden zu Anthropodämonen, das heißt zu Unsterblichen, zu Botschaftern zwischen den Menschen und den Göttern. Das Heiligtum in Tatul zeugt von diesem alten Glauben. Wir haben entdeckt, dass im Umkreis dieser Pyramide, die 2000 Jahre vor Christus in den Fels geschlagen wurde, ein großer heiliger Raum entstanden ist. Wir haben 35 Tonaltäre freigelegt. Hier wurden einem als Gott verehrten thrakischen König Opfer dargebracht. Es handelt sich um das älteste Heroon, entdeckt in den Rhodopenbergen. Die Heroa sind Heiligtümer, in denen die Thraker ihre Könige begruben. Nach dem Tod wurden sie zu Halbgöttern, Unsterblichen, die die Menschen beschützten. Und diese Heiligtümer wurden zu Pilgerzielen. Auf ihre Art ist auch die Grabstätte des Seutes ein Heroon, von einem unsterblichen König bewohnt. Kitov hat Hinweise darauf entdeckt, dass dieser Ort vor seiner endgültigen Verschließung schon geraume Zeit genutzt wurde. Die Tür ließ sich schließen und von innen mit Eisenstangen verriegeln. Das haben wir auch an anderen Orten festgestellt. Für uns handelt es sich eindeutig um einen Tempel, was von manchen Kollegen bestritten wird. Aber betrachten Sie diese Öffnung hier oder diese oder auch diese. In einem bestimmten Moment wollten die Teilnehmer der religiösen Zeremonien allein sein. Der Offizismus war ein Geheimkult, der Entourage des Königs, einigen hochrangigen Aristokraten vorbehalten, nicht mehr als einem Dutzend Personen. Die Mysterien des Offizismus aufzudecken, wurde mit dem Tod bestraft. Deshalb wissen wir so wenig darüber. Die Griechen haben diesen alten Glauben an die Unsterblichkeit Orphizismus getauft. Er geht zurück auf den Mythos des Orpheus. Orpheus war ein thrakischer König, der Kraft seiner Musik die Naturgewalten bezwingen und mit den Göttern kommunizieren konnte. Er stirbt, zerrissen von den Bacchantinnen, den Priesterinnen des Dionysos. Die Anhänger des Orphizismus sollen die Zerstückelung symbolisch nachvollzogen haben. Der Legende zufolge haben die Frauen Orpheus getötet, weil er nur Männer in die Geheimzeremonien einweihte. Also haben sie ihn getötet, um die Männer zurückzugewinnen. Die Götter haben sie bestraft. Sie haben ihnen Hunger und Dürre geschickt. Da haben die Frauen in aller Eile versucht, die Einzelteile des toten Orpheus zu finden, um sie zusammenzufügen und ihn wiederzuerwecken. Doch sie fanden nur seinen Kopf, der noch immer singend auf einem Fluss dahintrieb. Den Kopf haben sie dann in einem großen Tumulus begraben, der zum Heroon, zum Heiligtum erklärt wurde. Dort wurden Feiern abgehalten und Trankopfer dargebracht. Diese Legende, von Konon, einem antiken Schriftsteller, erzählt, bestärkt mich in dem Glauben, dass der Kopf rituell bestattet wurde. So wie der Kopf gefunden wurde, deutet alles auf eine rituelle Bestattung hin.
Und damit kommen wir direkt zu den abgeschlagenen Häuptern, die wir aus der Antike kennen. Den literarischen Quellen zufolge waren die Orakel abgeschlagener Köpfe in Griechenland, bei den Etruskern und auch anderswo verbreitet. Wir haben es mit einem Ritual zu tun. Der Kopf wurde bestattet, damit man ihn befragen und vielleicht Antworten über das Jenseits erhalten konnte. Eine beauftragte Person dürfte die Antworten des königlichen Hauptes sodann interpretiert haben. Wenn man den Kopf betrachtet, sieht man, dass der Mund und die Unterlippe leicht verzogen sind. Es ist ein aktiver Moment, der eingefangen wurde. Worin besteht diese Aktivität? Was tut dieser Kopf? Nach der Position des Mundes zu schließen, ist er im Begriff, etwas zu sagen. Ich glaube, dass dies der Moment ist, in dem das Orakel spricht, eine Botschaft verkündet. Suchten die Bewohner von Seutopolis den Schutz des mächtigen Stadtgründers Seutes bei den Göttern? Und wie stellten sich die Thraker diese Götter vor? Herodot bezeugt, wenn der Gott des Himmels seine Blitze und seinen Donner herabschleudert, so beschießen sie ihn mit ihren Pfeilen und bedrohen ihn, denn seine Allmacht wollen sie nicht anerkennen. In der thrakischen Goldschmiedekunst wird der Gott nicht idealisiert. Er ist weder schön noch perfekt noch besonders edel. Wichtig ist die Existenz dieses Gottes, nicht sein äußeres Erscheinungsbild. Es gibt keine Idealisierung. Die Thraker trugen Gott in sich, in ihrer Seele. Er war kein Bild, keine Ikone, die sie verehrten oder anbeteten. Die Platten des Fundes von Letnica werden als Etappen einer Initiation in die Unsterblichkeit interpretiert. Keiner der alten Schreiber hat es gewagt, die Mysterien dieser Initiation zu enthüllen. Aber alle erwähnen eine innere Verwandlung und vergleichen den Initiierten mit einem einsamen Wolfshund. Hier trägt der König eine heilige Beinschiene. Hinter ihm sehen wir die abgeschlagenen Häupter. Die Initiation dauerte lange, sie umfasste verschiedene Prüfungen und mehrere hierarchische Ebenen. Die große Initiation der Priesterkönige währte ein Leben lang. Die griechischen Autoren beschrieben Thrakien als das Land der geheimnisvollsten Kulte. Aber Homer hat uns das schönste Bild hinterlassen. Am Ende der Ilias organisiert Achill, der Held der Griechen, die Bestattungsfeierlichkeiten für seinen im Kampf gefallenen Freund Patroklos und bittet die thrakischen Götter um Beistand. Die Ilias endet mit diesem ungewöhnlichen Scheiterhaufen, errichtet für Patroklos. Eine Art Liebesbett des Achill für seinen Freund Patroklos. Und um ihn verbrennen zu können, braucht es die Hilfe der thrakischen Götter. Diese Götter sind die Winde, die die Flamme anfachen werden, sodass der Scheiterhaufen brennt. Die Winde werden die Flamme so lange anfachen, bis der gesamte Scheiterhaufen verzehrt ist. Erst ganz am Ende werden sie nach Thrakien zurückkehren. Dahinter steckt die Vorstellung, dass die thrakischen Winde den Feuerritus bis zu seiner Vollendung begleiten und so vielleicht dafür sorgen, dass die Seele des Patroklos die ersehnte Ruhe findet. Die Schreiber des Altertums